Dieser Film wird Ihnen präsentiert von der City Galerie in Bad Hersfeld. Wer wünschte sich nicht, ewig jung zu bleiben? So ist nun mal das Leben. Und was früher oder später auf uns alle zukommt, ist derzeit im Schloss Eichhof in Bad Hersfeld zu sehen. Ein heiteres Songdrama, das auch in die alten Gemäuer des Schlosses Eichhof ausgezeichnet passt. Der Regisseur Hans-Christian Seeger, der selbst eine Hauptrolle spielt, verkörpert das Alter in einer besonders ausdrucksstarken Weise. Die mitwirkenden Schauspielerinnen Maddalena Hirschall, Franziska Becker und Iris Mahler sind in ihrer Hauptrolle ewig jung ausdrucksstark. Mit den Schauspielern Stefan Ulrich, Frank Jordan und Thomas Mahn ist die Altherrenriege lebhaft vertreten. Na, ausnahmsweise mal, Schwester. Die Erinnerung zurück an ihre Jugend mit all ihren Facetten hält die Altenheimbewohner am Leben. Nur die Schwester, die ab und zu noch nach dem Rechten schaut, erinnert daran, dass wir im Alter nicht nur in uns gefangen sind. Das Songdrama ist natürlich auch von Eifersucht und Neid im hohen Alter geprägt und wird von dem Ensemble in lustigen Szenen dem Publikum dargestellt. Ein Stück mit einer Art Gebrauchsanweisung für das Alter. Oh, ich sterbe. Und auch ein Horatio. Stück, das letztlich dazu auffordert, bis ins hohe Alter jung zu bleiben. Es ist ein choreografisch gutes Songdrama, das einem auf gewisse Art und Weise die Furcht vorm Älterwerden nimmt. Der sogenannte letzte Weg im Leben beginnt mit dem Einzug ins Altersheim und endet mehr oder weniger in der Urne. Also, machen wir das Beste daraus.